In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dunkle Wände mit nur einem Anstrich wieder richtig schön weiß bekommt, so wie diese. Bevor ich mit dem Streichen anfange, habe ich mir einmal großzügig alles vorweg abgeklebt und abgedeckt und bin somit sicher, dass meine Farbe nicht auf Stellen landet, wo keine Farbe hingehört. Wichtig ist beim Abkleben, dass wir gerade im Fußleistenbereich ein paar Millimeter wegbleiben, weil wir das Ganze jetzt mit unserem Acryl versiegeln. Falls ihr euch jetzt fragt, warum versiegeln wir das Ganze? Wir haben oft zwischen Fußleiste und Wand kleinere Lücken, die wir mit Farbe nicht schließen können. Und darum nehmen wir das Acryl, um diese Fuge halt zu schließen. Wir haben hier einen sehr dunklen Untergrund und wollen diesen wieder richtig schön weiß bekommen. Deshalb habe ich mich für Stohcolor Rapid Ultra Matt entschieden. Diese Farbe ist im Deckvermögen Klasse 1. Das ist die höchste Stufe für einen deckenden Anstrich. Außerdem ist sie noch in einem sehr hohen Weißgrad und dafür optimal, um diese Wand wieder richtig schön hell zu bekommen. Ich habe das Ganze heute mit dem Fineline Tape Basic abgeklebt. Dieses Klebeband ist sehr zu empfehlen, denn das drückt sich präzise an die Wand an und schließt alle Lücken zwischen Klebeband und Wandfläche. Somit müssen wir beim Überstreichen keine Angst haben, dass die Farbe darunter laufen könnte. Und somit erzielen wir eine richtig schöne scharfe Kante. Wichtig ist beim Streichen, dass wir die Farbe schön von oben nach unten durchrollen. Kommt bloß nicht auf die Idee, nur bis zur Hälfte zu rollen und wieder zurück. Immer gleichmäßig von oben nach unten und auch ganz wichtig, dass wir ein bisschen auf das Gestrichene drüber rollen. Denn so arbeiten wir schön nass in nass. Das war's auch schon mit dem Streichen. Wie wir sehen können, ist die Wand wieder richtig schön weiß geworden. Wir werden jetzt noch die ganzen Klebebänder und Folien entfernen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hiermit sind wir auch schon am Ende von diesem Video angekommen. Wie ihr sehen könnt, ist die Wand wieder richtig schön weiß geworden und das nur mit einem Anstrich. Darum ist die Deckkraft Klasse 1 so wichtig bei der Farbe, weil ihr genau so ein Ergebnis nur damit erzielen könnt. Alle genannten Produkte und noch vieles mehr rund um das Thema Farbe findet ihr bei uns im Onlineshop. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann melde dich doch gerne bei unserem Kundensupport. Über ein Like und ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.